Willkommen zu einem neuen Video. Wir malen heute Connemara, das ist eine Heidelandschaft im Westen von Irland. Das Motiv ist auf den ersten Blick eigentlich recht einfach, aber wie es halt so ist bei einfachen oder bei scheinbar einfachen Motiven, es ist nicht ganz leicht zu malen. Aber wir schaffen das. Was etwas problematisch ist, das sind die Wolkenschatten auf diesem Bild. Normalerweise ist es ja so, dass entfernt liegende Berge heller werden, auch etwas bläulicher werden. Durch diese Wolkenschatten wirken aber gerade die weiter hinten liegenden Berge sehr dunkel. Und das werde ich bei dem Aquarell aber ändern. Wie immer mache ich zuerst eine kleine Skizze, wo es mir hauptsächlich um die Tonwerte geht, um hell und dunkel. Und dann übertrage ich diese Skizze auf mein Aquarellpapier. Dabei halte ich mich im Wesentlichen an die Motivvorgabe, nur mache ich die Wasserfläche etwas größer. So, die Skizze ist nun fertig und es kann endlich mit dem Malen begonnen werden. Eigentlich ist es ja egal, mit welchem Pinsel man den Himmel malt, aber ich verwende heute einen Flachpinsel. Das ist ein Mixhaarpinsel. Aber genauso gut könnte ich auch einen normalen Rundpinsel verwenden oder einen Ziegenhaarpinsel, den Hake Brush. Ich male heute auf trockenem Papier, also ohne Vorbefeuchtung, und für den ersten Farbauftrag nehme ich Siena Natur mit etwas Siena gebrannt und töne es mit ganz wenig Ultramarinblau ab. Ich male nur den unteren Teil und die meiste Zeit verwende ich auch die Ecke des Pinsels. Der untere Bereich ist etwas grauer, also ich nehme etwas mehr Ultramarinblau dazu und nehme relativ viel Wasser. Aber man sieht, ich lasse einige Stellen frei, weil ich dann mit der Blaumischung, das ist wieder Ultramarinblau mit etwas Siena gebrannt, weil ich dann mit dieser Blaumischung auch einige harte Kanten für die leichten Wolken erzielen möchte. Das Malen dieses Himmels ist ein richtiges Vergnügen. Manchmal mache ich einige Stellen etwas feuchter oder ich nehme mit einem sauberen, ausgewaschenen Pinsel die Farbe wieder ein wenig weg, lasse dann aber das dunklere Blau wieder in die noch feuchte Fläche hineinfließen, sodass ich ganz weiche, schöne Übergänge fast von alleine bekomme. Dennoch muss das alles aber recht schnell geschehen, weil ich sonst einen fleckigen Himmel erhalte.
Mit dieser hellen gelblichen Mischung male ich auch das Wasser, aber nur den unteren Teil, nur die untere Hälfte. Der obere Bereich des Wassers bleibt komplett weiß und unberührt. Links und rechts füge ich noch etwas Blau hinzu, das ich dann später noch einmal verstärken werde. Jetzt entziehe ich dem Pinsel, es ist ja immer noch der Flachpinsel, etwas Feuchtigkeit und mit der Ecke des Pinsels granuliere ich ganz leicht über den mittleren Bereich. Dadurch soll so ein ganz leichtes Flimmern an der Wasseroberfläche entstehen. Immer noch mit dem Flachpinsel trage ich jetzt die ersten Farbschichten für den Vordergrund auf. Das ist Sienna Natur, Sienna gebrannt und ganz wenig Ultramarin. Ich male hier nicht die ganze Fläche zu, sondern ich lasse relativ viel Weiß stehen. Mit einem mittelgroßen Kalligraphiepinsel, das ist eigentlich ein ganz preiswerter China-Pinsel, male ich die hintere Bergkette und zwar ganz schwach in einem hellen Grau, ein Gemisch aus Ultramarin und Sienna gebrannt. Mit viel Wasser natürlich. Die nächste Mischung für die Berge ist wesentlich dunkler, aber ich probiere das vorher auf einem kleinen Papierstreifen aus, ob der Farbton auch von der Helligkeit her passt. Die Farbe trage ich ganz locker auf und auch hier können ruhig einige ganz kleine weiße Stellen stehen bleiben. Ich muss nicht immer alles zumalen. Ich ziehe die Farbe auch gleich über den vorderen Berg. Der wird dann durch nochmaliges Übermalen etwas dunkler. Solange dieser Bereich noch nass ist, und das muss jetzt schnell geschehen, kommt noch etwas dunklere Farbe dazu. Aber Vorsicht, diese neue Farbe darf nicht zu nass sein, sonst erhalte ich diese hässlichen Blumenkohlränder. Jetzt aber verläuft das ganz weich. Wieder nur partiell, nur stellenweise kommt diese dunkle Farbe dazu. Mit der gleichen lockeren Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt male ich jetzt den ersten hinteren Berg auf der rechten Seite. Auch bei den Bergen links verstärke ich die unteren Kanten etwas. Das ist immer noch nass, ich habe immer noch weiche Verläufe, denn diese Landzungen, die in den See hineinragen, sind einfach wichtig. Ja, und jetzt geht's wieder recht flott dahin. Ich male immer mit einer sehr lockeren Mischung aus Sienna gebrannt Ultramarin, einmal mehr ins Bräunliche, einmal mehr ins Bläuliche. Zum Vordergrund hin wird es dann etwas wärmer im Farbton. Ja, es macht so richtig Spaß, den Farben beim Verlaufen zuzusehen. Das ist ein Grauton, der aber wieder aus den beiden Farben Ultramarin und Sienna gebrannt gemischt ist. Würde ich Schwarz oder ein fertiges Grau verwenden, wäre das Ganze sehr bald stumpf und wirkt tot. So aber macht sich natürlich auch gutes Papier und eine gute Farbe bemerkbar. Ich verwende wieder Arschpapier und meine Hauptfarben sind von Schminke oder auch von Wenzel und Newton, aber vorwiegend Schminke, die ich schon seit Jahrzehnten verwende. Es gibt ja inzwischen unglaublich viele, auch recht gute Künstlerfarbenhersteller.
Nur bin ich kein großer Freund vom ständigen Herumexperimentieren, weil man sich an jede neue Marke und Farbe auch erst wieder gewöhnen muss. Also bleibe ich bei altbewährtem, beobachte aber dennoch immer, was es so Neues am Markt gibt. Mit der gleichen, eher bräunlicheren Farbmischung male ich jetzt auch links weiter, das heißt, ich lasiere den vorderen Berg ganz leicht damit. Mit einer etwas dunkleren Mischung lege ich die ersten Sträucher, die kleinen Sträucher und Büsche im Vordergrund, an der Vordergrundkante an. Markiere aber auch schon diese Gräben, die ich dann später noch stärker betonen werde. Hier kommen jetzt die ersten Wolkenschatten hinein, die ich aber nicht so stark wie am Foto betone. Es ergeben sich ganz weiche Verläufe und die untere Kante wird wieder etwas mehr betont. Für diesen Einsatz eignet sich dieser Kalligraphiepinsel recht gut, weil ich die ansonsten sehr feine Spitze mit den Fingern auch etwas auseinanderdrücken kann für solche Strukturen, wie ich sie hier brauche. Die nächste Mischung ist wieder sehr dunkel, aber wieder aus den beiden schon bekannten Farben Ultramarin und Sienna gebrannt. Das Papier ist ja noch nass und dort verlaufen eben diese Dunkelheiten auch besonders gut. Dieser Bereich des Bildes ist ja nun schon trocken, aber ich setze jetzt eben auf das trockene Papier diese dunkle Farbe drauf und bevor das jetzt antrocknet, wasche ich den Pinsel aus und mit dem feuchten Pinsel vertreibe ich die Farbe ganz weich dorthin, wo ich sie haben möchte. Passiert es gleich. Pinsel auswaschen, etwas trocknen und jetzt kann ich ganz weiche Übergänge schaffen. Und zwar genau an den Stellen, an denen ich das möchte. Dieses Spiel wiederhole ich jetzt an verschiedenen Stellen des Bildes. Dazu nehme ich jetzt einen kleineren Pinsel, um exakter arbeiten zu können. Wenn ich so Dunkelheiten setze, mache ich das nicht immer durchgängig, lasse ganz gerne oft weiße oder freie Stellen stehen. Zwischendurch wasche ich oft den Pinsel aus, nehme Feuchtigkeit weg, um die eben aufgetragene Farbe wieder etwas zu verteilen, zu vertreiben, ist eigentlich der richtige Ausdruck.
stellenweise dürfen die Farben auch ruhig etwas kräftiger sein. Gerade bei dem Arschpapier, das wird beim Trocknen dann doch wesentlich heller. Aber es ist immer wieder die gleiche Mischung, wieder Ultramarin und Sienna gebrannt. Einmal mehr ins Bräunliche gehend, dann wieder mehr ins Bläuliche. Bisher habe ich ja erst drei Farben verwendet, und zwar Sienna Natur und eben die beiden Hauptfarben gebrannt und Ultramarinblau. Stellenweise werden an beiden Seiten noch sehr starke Dunkelheiten eingesetzt, um das Bild zu beleben und den Vordergrund mehr zu betonen. Einige Stellen des Bildes erhalten jetzt einen Sonnenschein. Das ist eigentlich nur sehr stark verdünntes Sienna Natur und Indischgelb. Man könnte aber jedes andere lasierende Gelb genauso gut hernehmen wie zum Beispiel Rheingelb. Das ist stark verdünntes Sienna gebrannt. Die Büsche hier an der hinteren Kante male ich auch mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Manchmal gebe ich ein ganz klein wenig Indischgelb dazu.
Ein klein wenig Sonnenschein mit Indischgelb oder mit Rheingelb macht sich immer gut. Hier im mittleren Bereich werden noch einige Dunkelheiten gesetzt, um das Ganze etwas spannender zu machen. Das Licht kommt ja von links, also werde ich die Schatten etwas wirkungsvoller betonen. Mit der Spitze meines Taschenmessers werde ich vorsichtig noch einige helle Stämme herauskratzen. Das funktioniert ja recht gut, weil die Büsche noch leicht feucht sind. Wären sie schon angetrocknet, müsste ich sie vorsichtig nochmals mit einem weichen Pinsel befeuchten. Einige Stellen erscheinen mir jetzt etwas zu dunkel, also benötige ich jetzt ein Kleenex und einen Borstenpinsel. Ich nutze einen ganz preiswerten, billigen Borstenpinsel, um die Farbe etwas anzulösen. Bei manchen Papieren reicht auch ein normaler Pinsel aus, aber bei diesem Arschpapier, das schluckt die Farbe schon sehr stark, braucht man ein etwas schwereres Geschütz. Ich löse also die Farbe an den entsprechenden Stellen leicht an und tupfe sie dann mit dem Kleenex vorsichtig weg. Man muss mit diesen kurzen Borstenpinseln schon sehr vorsichtig arbeiten, denn gerade bei preiswerten Papieren geschieht es leicht, dass sich das Papier wirklich auflöst. Bevor man an diesen Stellen eine neue Farbe aufträgt, muss das Papier natürlich ordentlich getrocknet werden. Und dazu ein kleiner Tipp, gerade wenn sich das Papier zu stark aufgelöst hat, wie gesagt bei Billigpapieren ist das sehr oft der Fall, dann kann man mit einem kleinen Stück Kopierpapier einfach drüber reiben und das Papier vor dem neuen Bemalen glätten. Die Buchten links und rechts im Vordergrund werde ich jetzt, wie schon angekündigt, etwas verdunkeln. Dazu nehme ich reines Ultramarinblau, stark verdünnt, und ziehe es Richtung Mitte, schau aber, dass ich einen weichen Verlauf zur Mitte hin bekomme. Das mache ich mit dem ausgewaschenen, leicht getrockneten Pinsel.
So, das sieht ja schon recht gut aus und ich bin damit jetzt zufrieden. Aber jetzt kommt der Part, vor dem, wie ich weiß, sehr viele ordentlich Angst haben. Der Vordergrund. Denn hier kann man tatsächlich vieles wieder zerstören und kaputt machen. Für diesen Bereich verwende ich hauptsächlich einen preiswerten, billigen Fächerpinsel. Einen Fächerpinsel aus Borste. Diese schönen, weichen Fächerpinsel sind dafür fast nicht oder eigentlich gar nicht geeignet. Jetzt mische ich einen hellen Farbton aus Indischgelb, etwas Lasurorange und auch ein wenig Siena Natur. Diese Mischung trage ich jetzt wieder mit relativ viel Wasser, sehr dünn, über die gesamte Fläche auf. Ich male aber nicht alles zu, sondern lasse immer wieder weiße Stellen oder helle Stellen frei. Beim Kauf dieser Fächerpinsel sollte man darauf achten, dass die Borsten nicht zu lange sind. Außerdem sollten sie relativ dicht sein. Ich verwende einen ganz preiswerten No-Name-Fächerpinsel. Ich weiß, dass man die nicht so leicht bekommt. Das ist immer wieder Glückssache, aber sie sind Gottlob nicht so teuer. Die kosten um die 1 bis 2 Euro das Stück. Stattdessen kann man aber auch einen Kuchen- oder Backpinsel aus Borste verwenden. Die gibt es in jedem Supermarkt um wenig Geld. Nach dem Trocknen dieses Farbauftrages mische ich ganz locker wieder die gleichen Farben Siena gebrannt und Ultramarinblau. Wenn ich sage, ich mische es locker, dann meine ich das auch so, denn es gibt Leute, die rühren oft minutenlang auf der Palette, damit die Farbe ganz gleichmäßig verteilt ist. Ich möchte das nicht so. Ich will ganz bewusst eine lockere Mischung auf dem Pinsel haben. Und sehr oft mache ich das sogar so, dass auf der rechten Ecke des Pinsels blau und auf der linken Seite das Braun, also Siena gebrannt, überwiegt. Somit kann ich dann die Farben abwechselnd auf das Papier bringen und ineinander verfließen lassen. Sie sehen, dass ich sehr oft nur mit der Kante des Pinsels arbeite, mit der Ecke und viel von unten nach oben schiebe. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass die Farbmischung nicht zu nass, sondern eher trocken ist. Das ist natürlich alles Erfahrungssache und geht nicht sofort hundertprozentig so, wie man sich das vorstellt. Für diese dunklen, schattigen Stellen nehme ich einfach etwas mehr Ultramarin dazu. Dadurch wirkt das Ganze etwas kühler und genau das will ich ja.
Mit einem stark verdünnten Sienna gebrannt, lege ich nun einige lockere Pinselstriche an. Dabei halte ich den Fächerpinsel sehr flach und arbeite ohne Druck. Ich möchte nur sehr wenig Struktur auf dem Blatt haben. Also bitte nicht alles zumalen, denn genau das würde das Bild stumpf und unfreundlich wirken lassen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch hier mit dem Messer noch einige helle Gräser herauskratzen. Mit einem kleineren Pinsel werden jetzt noch die letzten Akzente und Verstärkungen herausgearbeitet. Relativ dunkel, da und dort ein paar Striche, einen Mast. Wird es zu dunkel, nehme ich das gleich wieder mit einem Kleenex weg. Ich setze eigentlich nur mehr einige kleine Verstärker. Und vielleicht male ich später auch noch einen Zaun ins Bild. Für ganz feine Striche kommt jetzt auch der Schlepper zum Einsatz. Das brauche ich für einige Stämme und vielleicht für ein paar Gräser im Vordergrund. Bei solchen, ich sage immer Spielereien, muss man darauf achten, dass man nicht zu viel des Guten tut. Mit Deckweiß direkt aus der Tube kann man auch noch einige helle, markante Stellen setzen. Das muss nicht sein, kann aber ganz gute Verbindungen schaffen, wenn zum Beispiel zu harte Linien irgendwo auftauchen. Ja, mein Aquarell ist jetzt eigentlich fertig, nur an einigen Stellen im Himmel hatte ich feine, dunkle Spritzer und aus denen mache ich jetzt ein paar Vögel, die ja auch sehr gut in diese Landschaft passen und eigentlich auch dazugehören. Hier gehört noch eine Verbindung hinein, die ich mit Deckweiß aus der Tube vorsichtig ansetze. Und dann fällt mir auf, dass ich genau an dieser Stelle noch einen Vogel hineinmalen möchte.
Jetzt ist aber wirklich Schluss. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann werden Sie automatisch verständigt, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Ich sage jetzt wieder mal Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis bald auf diesem Kanal. Viel Spaß beim Aquarellieren!